Get ready. Schön, Friedrich von Team Hellfish, das bin ich und es geht nach etwas längerer, was heißt längerer? Ich habe schon so ein, zwei Wochen nicht mehr gezockt, dumme Idee, denn jetzt kommen die Endbosse, so wie ich das gesehen habe und ich bin gar nicht mehr im Training, aber schauen wir mal, was kommt. Wir nähern uns straff dem Ende. Weiter geht's. Ein Kreis, wiederkehrend auf ewig. Dann kann er jetzt nicht mehr zurück. Ist es ein Symbol des Lebens? Oder ein grausamer Schatz der Blutsväter? So. Also. Naja, gut, was hilft's denn? Ich hab ja. Kann ja nichts mehr machen, gell? Muss ich jetzt durch. Immer noch Haus der Abrechnung. Wenn ich nicht irre, müsste aber jetzt ein Endboss kommen, nachdem ich diese zwei Räume, die gar nicht so ohne waren, gar nicht so ohne, muss man die jetzt machen. Kleinen Moment, ich muss noch eben den Stream starten, das fällt mir gerade ein. Falls irgendwelche von den Teammates dazukommen möchten und ihren Nonsens dazu sprechen möchten. So. Du hast ihn erlebt, den Angriff auf die Infinity. Der erste Dreadnought kam von der Seite. Ja, ja. In dem Chaos danach blieb euch kaum Zeit. Die anderen. Ich glaube, das ist eine Wiederholung vom letzten Mal. Das hatte ich schon mit drauf. Muss ich mal dann rausschneiden, vielleicht. Weißt du, wie lange es dauerte, euer größtes Schiff zu neutralisieren? 4 Minuten, hast du letztes Mal schon gesagt. 4 Minuten. Nach 4 Minuten war die Infinity der menschengrößte Errungenschaft. Bloße Geschichte. So, hier wurde auch bestimmt letztes Mal der Kontrollpunkt gespeichert. Weiß jetzt nicht, warum das hier wieder von vorne alles palabert wird. Ist da oben was Schönes? Ich glaube, hier gibt's nichts. Ich glaube, das habe ich aber auch schon beim letzten Mal geprüft. Okay. Mann, hier geht's wieder ab. Ich kann dieses Stresslevel jetzt nicht. Das Ende ist nah. Hier mein Abschiedsgeschenk. Okay, was haben wir denn hier alles? Okay, und jetzt bye bye. Und jetzt, du fehlst mir? Oh Mann. Und hab dich lieb? Du fehlst mir. Schön gesungen. Was denn, wo denn? Okay, und jetzt bye bye. Ui, ganz schön viele Waffen hier. So groß. Das ist kein gutes Zeichen. Ich fürchte, ich werde da wieder viel rausschneiden müssen. So leid es mir tut. Und kannst du singen? Sehen uns bald. Und sagst du, wir sehen uns bald wieder? Und kannst du singen? So groß! Ich bin hier drin, ich komme auch nicht mehr raus. Okay, und jetzt bye bye. Und jetzt, du fehlst mir? Was soll denn das? Okay, und jetzt bye bye. Und jetzt, du fehlst mir? Oh Mann, hier gibt's so viel Zeug. Das kracht hier richtig.
Wo ist denn das Gerät? Das muss ich doch sicher finden. Das da? Ach so. Wie bescheuert. Rennt dann die ganze Zeit vorbei. Ich werde bestimmt ein, zwei Mal sterben. Und jetzt bye-bye. So weit ist es nun gekommen. Hat er wenigstens was abgekriegt? Ich fürchte nein. Den darf ich nicht mit so Explosivwaffen. Schwertträger, zeig ihm, wieso ich dich wählte. Mann, hier kommst du ja gar nicht raus. Oh, Leute, Leute, da wird viel geschnitten. Da werde ich jetzt aber gleich hier. Zeig ihm, wieso ich dich wählte. Du Arschloch. Ich wusste, das war keine gute Idee, da so eine lange Pause zu machen. Schwertträger, zeig ihm, wieso ich dich wählte. Ganz leise. Alter! Ja, lauf. Schwertträger, zeig ihm, wieso ich dich wählte. Du bist blind. Ich muss mich nicht sorgen. Du kommst zu mir. Oh.
Ich glaube, wenn ich da durchgehe. Gibt es hier noch irgendwas Schönes, Geschützmäßiges? Nehmen wir mal so ein Ding mit. Das Schwert ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Was auch immer geschieht, eins steht fest. Die Verbannten beherrschen den Ring. Wir sind im Krieg. 1000 Legionen besetzen diese Welt. Das Auditorium wird seine Geheimnisse. Bla bla bla. Erledigt. Empfange ein Signal von Echo 216. Er ist genau über uns. Ich brauche mehr Granaten. Die bring's. Da ist er. Wir müssen ihn aus dem Ding rausholen. Tut weh, hä? Mikrogravitationssenken belasten seinen Körper extrem. Ich sagte doch, dass ich ihn nicht töte. Wir holen sie da raus. Nein. Ihr versucht es. Er ist hier. Er weiß, dass ich hier bin. Das war nie eine Falle. Es ist ein Messen der Kräfte. Unser Kampf endet hier. Hol ihn da raus. Bin dran. Seht her, was geschieht, wird zur Legende. Erzählt von jenen, die euch überleben. Ich habe ein bisschen Angst. Der Master Chief wird vernichtet. An diese Schlacht wird man sich wieder erinnern. Was wirst du jetzt tun, Master? Die Maschine ist mit Asherons Schild verbunden. Aller Schaden an Asheron wird auf Echo 216 umgeleitet. Die Energie wird über eine Reihe von Relais im Raum verteilt. Mal sehen, ob wir... Alles klar, erledigt auch. Zerstören Sie es. Relais zerstört. Und sein Schild auch. Muss ich jetzt wieder ganz von vorne? Das wäre ärgerlich. Ich tue das
Der rumpst gut. Zeig mir, was du kannst. Dein Wille gibt nach. Deine Angst ist spürbar. Huhuhu. Es ist nichts. Schild ist wieder aktiv. Relais freilegen. Geschafft. Los! Der Schild ist weg. Ihre Chance. Gold rettet. Er wird sterben wie du. Der hängt da. Der Spartan ist tot. Schöne Szene. Dieser Mensch gehört den Verbannten. Woohoo!
Der hat gesessen. Scheiße. Nur ein Mensch. Der war doch schon ganz unten. Wenigstens muss man die nicht immer ganz von vorne anfangen. Klasse, letztes Relais zerstört. Okay. Echo 216 sicher, Chief. Asheron will, dass sie ihre Legende unter Beweis stellen? Dann los! Bringst du nicht zustande, Spartan? Ich töte dich auf der Stelle! Unterrichte die Vorbotin. Der Spartan ist tot. Mann. Und muss man echt Distanz halten zu dem. Klasse, letztes Relais zerstört. Echo 216 sicher. Asheron will, dass sie ihre Legende unter Beweis stellen? Dann los! Ich verspreche dir, dass du mehr bringst du nicht zustande, Spartan. Wähle dich so gut du kannst. Halte dich nicht zurück. No. Du wirst dich siegen. Du kannst dich siegen. Unterrichtet die Vorbotin. Alter! Der Spartan ist tot. Der ist aber auch so flott. Klasse, letztes Relais zerstört. Echo 216 sicher, Chief. Asheron will, dass sie ihre Legende unter Beweis stellen? Dann los! Du kannst nicht siegen. Niemand kann gegen mich bestehen. Nicht mal du. Na, endlich. Puh. Geschafft. Helfen Sie mir mit ihm. Wo bist du denn? Ich bin so aufgeregt. Okay. Ich kann. Ich fasse es nicht, dass Sie hier sind. Hey, du bist tot! Kämpf mit mir. Das war's. Gar nichts. Gar nicht. Gar nichts endet. Mein Tod wird tausend andere inspirieren. Sag ihnen, ich starb stolz. Ich verstehe das nicht. Sie zeigten ihm Respekt. Er war ein Monster. Ja. Aber am Ende war er auch nur ein Soldat. Er hoffte, das Richtige zu tun. Hinterfragt er alles. Dann ist es vorbei. Und wer sagt uns, was das Richtige ist? Jede Aktion zieht Unwägbarkeiten nach sich. Was? Was soll das denn heißen? Es wird Konsequenzen geben. So wie immer. Wird's noch schlimmer? So wie immer. Wir müssen los. Die Vorbotin ist im Auditorium, was auch immer sie vorhat. Ist schlimmer. Verstehe. Also gut, ich habe nur eine Frage, bevor wir gehen. Die wäre?
Ist hier irgendwo ein Pelikan? Oh! Was? Was? Es war eine Menge Luft. Pelikan! Tja. Und jetzt kommt, glaube ich, schon der nächste Boss. Bosse sind echt anstrengend. Sind Sie bereit? Gleich wird's ungemütlich. Die erwarten uns. Ich glaube, die erwarten uns alle. Haben Sie das gespürt? Wir können noch umkehren. Chief. Irgendwas fühlt sich... Es bleibt nicht viel Zeit. Zu viele Variablen. Ich brauche eine Festplatte. Ich sah deine Zukunft. Auditorium? Oh nein. Was ist los? Was stimmt nicht? Ich hätte es merken müssen. So wurde es früher nicht genannt. Ich war schon mal hier. Hier habe ich sie eingesperrt. Hier ist Cortana gestorben. Wie soll ich sie nennen? Fragen Sie sie. Das entscheiden Sie selbst. Hallo, Master Chief. Ich bin Cortana. Den großen Hammer mitgenommen? Tatsächlich. Oh, neue Mission, stilles Auditorium. Aber damit geht's weiter beim nächsten Mal, denn wir haben die Zeit gleich voll. Danke euch fürs Zuschauen, euch beiden. Und ich glaube... Okay, ein oder zwei Teile noch, dann sind wir durch. Es geht also bald ums Finale. Also bis dahin. Ciao, euer Frisian.